unser Plan war, das Heimspiel natürlich aus der geordneten Defensive zu gewinnen. Wir wollten auf jeden Fall endlich mal unser Heimspiel gewinnen. Wir hatten auch keine Angst oder so, auch wenn der Gegner 47 Tore bis dato geschossen hat, war ich davon überzeugt, dass wir mit unserer guten Abwehrarbeit in der Lage sind, den Gegner auch heute zu besiegen. Problem, nach vorne waren sie nicht so zwingend gewesen. Da konnten wir gut gegenhalten und haben auch kaum Torchancen zugelassen. Der Gegner hatte bis auf die letzten Minuten eigentlich keine Chancen. Macht aus dem Standard das 1-0 und von daher ist der Plan soweit eigentlich aufgegangen, nur leider eben ohne die nötigen Tore für uns. Von den Spielanteilen her waren die schon mehr am Ball gewesen. Wir waren über 75 Minuten eigentlich die spielbestimmende Mannschaft. Nichtsdestotrotz, wenn wir unsere Konter besser ausspielen, können wir das Ergebnis sogar noch hochschrauben. Haben es leider versäumt, die guten Möglichkeiten zu nutzen. Bezeichnenderweise ja auch den Elfmeter verschossen in der 60. Minute. Das wäre genau der Knackpunkt gewesen, wo wir das Spiel hätten auch drehen können. Alles in allem sage ich einfach mal, hätte das Spiel auch ein Unentschieden verdient. Ihr habt aber, war das verdient, war das unverdient? Wir haben 3 Punkte mitgenommen. Die Vorgabe war schon, bis zur Winterpause Tuchfühlung an der Spitze zu haben. Das Ziel haben wir jetzt momentan verpasst durch dieses 6-Punkte-Spiel. Das sind so die sogenannten 6-Punkte-Spiele und wir wollten heute auch gegen eine Mannschaft, die oben in direkter Konkurrenz mit uns steht, einfach den Dreier einfahren. Das haben wir uns heute alle versprochen. Das wäre heute ein großer Schritt gewesen, aber das hat wahrscheinlich auch gezeigt, dass meine Mannschaft noch nicht so weit ist, um eben ganz oben mitzuspielen. Wenn man halt die Heimspiele nicht gewinnt und wenn man die Spitzenspiele wie gegen Pfingst oder auch heute eben beides mal 0-1 verliert, dann ist das auch ein Zeichen, dass man eben noch ganz oben nichts zu suchen hat. Ich habe meiner Mannschaft vor dem Spiel gesagt, wir brauchen noch mal so ein Big Point. Ja, positiv war die Einstellung, dass man auch nach dem verschossenen Elfmeter nicht aufgegeben hat, dass wir, wie gesagt, kaum Torchancen zugelassen haben, dass wir uns nicht 3 oder 4-0 abschlachten lassen, sondern im Gegenteil immer dran waren, das Unentschieden zu erzielen und einfach nicht den Mut verloren haben, auch gegen den Ball zu arbeiten. Kämpferische Einstellung war top. Unheimlich schlaufstarke Mannschaft. Und von daher bin ich optimistisch, dass wir auch am Ende der Saison weiterhin Tuchfühlung haben. Wie gesagt, für ganz oben reicht es momentan wahrscheinlich nicht. Aber so Platz 3 bis 5 sollte realistisch sein. Aufgabe erfüllt, 3 Punkte mitgenommen und da können wir sehr gut mit leben.